Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und Jungs, was machen wir heute? Wir machen heute was sehr Wunderbares. Wir essen ein Steak und wir gehen in Jets gefahren. Genau. Genau, Leute, so ist es. Wir sind gerade auf dem Weg. Wir gehen Steak essen im Fisherman Village. Das ist auf Koh Samui. Das ist ein richtig, richtig geiles Steak. Und die Atmosphäre, das ist echt geil. Und danach geht's Jetski fahren und ich nehme euch natürlich mit. Und das wird wunderbar. In dem Sinne, wir sehen uns. Wunderbar. Herzlich willkommen in Fisherman's Village und hier ist echt geil. Die Atmosphäre hier ist einfach unglaublich. Und jetzt geht's ins Restaurant. Glaub. So, Freunde, gönnt euch diese geile Atmosphäre direkt am Meer. Boah, ist das lecker. Leute, Burrata, beste Vorspeise, die es gibt. Nach Beef Tartar. Ja, aber das Ganze. Thank you. Boah, Freunde, schaut euch dieses Steak an. Schön medium rare. Habe ich da jetzt Bock drauf. So, Freunde, der Test. Ohne Witz, Leute. Es gibt nichts Besseres als ein richtig geiles Steak. Schmeckt einfach so gut. So, Freunde, wir buchen gerade Business Class, weil wir am 31. März. Am 31. März fliegen wir nach Tokio. Hoffen wir mal, dass das klappt. Ja, ich glaube, es ist gebucht. Ja, gekauft. Geil. Jawohl. Geil, Alter. Herzlich willkommen auf dem Jetski. Einfach nur geil, Leute, einfach nur geil. So, Freunde, Jetski fahren war richtig, richtig geil. Und jetzt schlendern wir noch hier über den Markt. Und hier gibt es nur unnütze Sachen. Das ist echt ein Traum für mich, weil ich liebe unnütze Sachen. Es gibt keine schönere Tätigkeit, als hier über den Markt zu schlendern für mich. Also ich könnte schon irgendwas kaufen. Boah, Leute, ich finde das echt schrecklich. Und die Jungs müssen wieder überall stehen bleiben. Das ist doch interessant, das ist doch interessant. Und ich denke mir, einfach nur, ich will nach Hause. Das ist so schlimm. Jedes Mal das Gleiche. Das jetzt hier. Ja. So, Freunde. Ich kaufe mir jetzt die Royal Oak. Aber hier gibt es die Skeleton nicht. Das ist schwach. Hallo. Hallo. Leute, wenn ihr krasse Uhren wollt, aber kein Geld habt, dann kommt nach Thailand. Die Royal Oak Skeleton kostet 120.000. Hier gibt es die für 100 Euro. Schnäppchen. Schnäppchen, oder? Ja. Kann man sich schon mal gönnen. Kann man sich echt mal gönnen. Aber will man mit sowas rumlaufen, mit einer gefälschten Uhr? Nein. Jetzt gibt es erstmal eine frische Kokosnuss. Nehmen wir mal mit, oder? Und ich glaube, wir kaufen jetzt erstmal noch so einen Skorpion. Alter. Richtig geil. Das ist so geil. Hammer. Und jetzt gibt es einen Skorpion. Hello. Hello. We would like to have 3 of this. So, Freunde, das ist jetzt der letzte Abend hier auf Koh Samui und deswegen gehen wir noch einmal zum besten Burger der Welt, zu Steak Burger. Let's go. Ach, Schihi, fällt's mir doch. Geil. Die Sitze hier, die sind anders und die sind schmaler. Also die sind nicht so breit und deswegen sitze ich hier direkt an der Kante. Also die reichen eigentlich nicht für den Tisch aus. Also hier gibt es kein Trinkgeld, oder? Kein Trinkgeld. Also die Frage, was wir heute essen, stellt sich gar nicht. Wir essen natürlich den besten Burger, einen Big Melt, Soda Water, Pineapple Shake. Die Beilage, das wird jetzt interessant. Was nehmen wir denn als Beilage? Potato Wedges, oder?
Potato Wedges. Hier ist er, der beste Burger der Welt. Steak Burger, Big Melt. Einen guten. Beste Burger. Boah. Ich werde es so vermissen hier. Wie kann ein Burger so geil schmecken? Ich versteh's nicht. Schon allein der erste Bissen ist so geil, ne? Ja, eben. Meistens dauert es ewig, bis es gut schmeckt, aber da ist schon der erste Bissen geil. Alles perfekt. So, Freunde, wisst ihr, was richtig unfair ist? Ich habe gerade 20, 30 Stiche gefühlt an den Beinen, komplett zerstochen und die beiden Jungs haben gar nichts. Wieso wollen die Mücken immer mich stechen? Ich verstehe es einfach nicht, So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt gehe ich ins Bett. Morgen fliegen wir wieder zurück nach Phuket und da verbringen wir noch eine Nacht in einer anderen Villa und übermorgen fliegen wir dann wieder nach Deutschland. Da sind wir dann für 2 Wochen und dann geht es tatsächlich schon weiter, denn wir fliegen dann nach Tokio und wir haben heute ganz spontan Business Class gebucht. Das heißt, Flug nach Tokio mit Business Class wird richtig geil. Und genau, ich gehe jetzt ins Bett. Den Skorpion habe ich gerade in der Kühlschrank. Den werde ich eventuell morgen essen. Deswegen abonniert den Kanal und schaltet morgen wieder ein. In dem Sinne, macht's gut.